Ahoi zusammen, liebe Leichtmatrosen und liebe Piratenanwärter, herzlich willkommen zurück zum nächsten Teil von The Secret of Monkey Island, das Geheimnis der Affeninsel. Ja, heute geht's wieder weiter hier. Klasse, was bisher geschah. Wir sind auf mysteriöse Art und Weise auf der Insel Melee Island gelandet. Keiner weiß genau wie. Haben dann da mit dem Ausguck gesprochen und unseren Wunsch hier äußerst Pirat zu werden. Der hat uns dann in die Scamba geschickt. Dort haben wir von den wirklich wichtigen Piraten die drei Prüfungen auferlegt bekommen: Fechten, Diebstahl und Schatzsuche. Eine Aufgabe haben wir bereits erledigt, das Fechten. Wir haben Fechtunterricht bei General Smirk erhalten und gegen viele verschiedene Piraten auf der Insel gekämpft, uns einen Namen gemacht und dann auch noch die Schwertmeisterin besiegt. Ja, und jetzt geht's weiter. Wir stürzen uns jetzt wieder Hals über Kopf ins Abenteuer. Gut. Ja, so, okay. Klasse, wir haben die Schwertmeisterin besiegt. Die erste Prüfung ist abgeschlossen. Jetzt können wir uns nämlich dann direkt anschließend auch auf die Schatzsuche begeben, hier im Wald von Monkey Island. Und dafür gehen wir hier wieder in den Wald. Und wir haben jetzt ja die Schatzkarte gelesen, hier Tanz den Affen. Und die Tanzschritte sind da, wo wir hingehen müssen. Erstmal nach hinten. Aha, hier nehmen wir erstmal die gelben Blumen mit. Die brauchen wir nämlich. Das sind nämlich Schlafblumen, sind das. Und die benutzen wir mit dem Fleischeintopf. Da brauchen wir gleich noch für die Pudel. So, okay. Dann geht's weiter. Wie ging es denn weiter? Okay, links. Rechts. Man könnte das auch ohne finden, aber da würden wir hier rumirren. Links. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Rechts. Hinten. Ja, alles klar. Gibt keinen anderen Weg. Ist aber auch nicht schlimm. So, wieder rechts. Ja, geht zu Fahrt. Zack. Links und hinten. So, jetzt müssten wir eigentlich da sein, glaube ich, ne? Ja, da sind wir auch. Hervorragend. Hier ist der Schatz von Monkey Island. So, jetzt benutzen wir die Schaufel mit dem X. Ja, das sollte nicht allzu lange dauern. Ja, wie war das? Nirgendwo hat ein X irgendwo auf einer Karte irgendeine Bedeutung gehabt. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer das gesagt hat. Okay. Wenige Stunden später. Kann es sein, dass Indiana Jones war? So. Aha, ich bin auf etwas Hartes gestoßen. Oh Mann! Es ist ein T-Shirt. Nicht meine Größe, aber immerhin ganz nett. Nun, dann räume ich mal wieder die Erde hier weg. Ja, wir wollen das ja nicht durcheinander hinterlassen für die nächsten Schatzsucher. Die sollen ja auch was davon haben. Noch ein paar Stunden später. Guybrush hat aufgeräumt. Wunderbar. So. Ja, jetzt haben wir den Schatz auch gefunden. Zwei T-Shirts haben wir jetzt. Klasse. Ein Schatz-T-Shirt und eine Gewinner-T-Shirt. Und jetzt müssen wir nur noch den Diebstahl meistern. Deswegen gehen wir jetzt mal in den Ort. Ja, wir müssen jetzt zum Haus der Gouverneurin Marley. Das liegt nämlich am anderen Ende des Ortes von Monkey Island. Ne? Keine Ahnung, wie der Ort heißt. Der Ort ohne Namen. Ja. Monkey Island Stadt. Keine Ahnung. Oder Melee Island Stadt. Ja, man weiß es nicht. So, jetzt können wir hier erstmal eine kleine Abkürzung nehmen. Das sind hier diese Türen. Die kommen irgendwo anders immer raus. Klasse. Und jetzt geht's weiter. Ist ja oben gerade Licht ausgegangen. Habe ich jetzt gar nicht beobachtet. So. Ja, ach nee. Erstmal Tür zu. Zieht. Das stört mich immer, wenn die Türen aufstehen. Das ist ja schrecklich. Und dann immer einen Durchzug hier. So. Und hier geht es jetzt durch den Torbogen Richtung
des Palastes, naja, Palast, aber des Herrenhauses der Gouverneurin. So. Und da müssen wir jetzt gleich unsere Künste anwenden. So, hier sind die gefährlichen Piranha-Pudel, sogar tödliche Piranha-Pudel. Die sind ganz schön. An den Bestien komme ich nicht vorbei. An den Biestern, ja. Biestige Bestien. So, die kriegen nämlich jetzt den vergifteten Fleischeintopf. Und dann schlafen die ein. Ne? So, Mahlzeit. So. Wichtiger Hinweis: Diese Hunde sind nicht tot, sie schlafen. Bei der Programmierung dieses Spieles wurden keine Tiere gequält. Ja, das ist wohl klasse. Okay, und ab geht's hier rein. Zack, die Tür ist nicht verschlossen. So, jetzt kommt ein etwas komischer Teil im Spiel, fand ich immer früher. Ne? Ja, man geht hier in die Türe und dann entwickelt Guybrush sein Eigenleben. Man kann auch nicht sehen, was da passiert, außer hier viele komische Geräusche hören. Ach so, ja, hier kommt der. Sieht aus wie ein Job für fester Scheintopf. Hier kommt natürlich der Sheriff nur angedüst, der geht hinterher und jetzt geht's los. Keine Ahnung, was jetzt da passiert. Fragt mich nicht, das bleibt der Fantasie des Spielers überlassen, was jetzt hinter in diesen Räumlichkeiten passiert, hinter verschlossenen Türen, ja. So. Hier unten sieht man, was da macht der Guybrush. Der macht so viele verschiedene Sachen da. Ne? Hier, drücke, roter Knopf. Nein, nicht den roten Knopf. Ja, okay. So. Oh wei, oh wei. Schau an. Gefährliches Lama. Es ist ein großes, hässliches Lama mit Wachslippen. Ja, okay. Keine Ahnung, was da jetzt passiert. Drücke wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ziehe wahnsinnig gefährliches Lama. Ich kann es nicht bewegen. Ja, okay, so geht das die ganze Zeit. Dann nutze ich mal kurz den Moment, um mal einen Schluck Tee zu nehmen. So. Heftklammer entfernen. Bums, da kommt er raus hier. Geflogen. Aber ich, wie gesagt, im Moment habe ich keine Kontrolle über das Spiel, das läuft jetzt automatisch ab. Buch der Witze. Ich muss wahnsinnig sein. Ja, ich weiß auch nicht, was du da machst, Guybrush. Tut mir leid. Argel. Maulwürfe. Nimm Nagetierspray. Benutze Nagetierspray mit Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit. Noch ein Maulwurf. Benutze Nagetierspray mit Maulwurfherde. Auch die armen Maulwürfe, die können doch nichts dafür. So, nutze Nagetierspray mit witziger kleiner Mann. Was ist da los? Schau an, sagenhaftes Idol. Oh, da ist es. Das ist ja wunderschön. Öffne Schloss. Ich kriege es nicht auf. Oh. Nimm. Schwerer Stuhl. Nutze schwerer Stuhl mit Sheriff. So, das sollte ihn eine Weile aufhalten. Okay. Wenn ich nur eine Feile hätte, käme ich an das Idol. Gut, dann wollen wir uns mal auf die Suche begeben. Wo kriegt man eine Feile her? Ja, das ist natürlich ein Ding, ne? Beim Gemischtwarenhändler? Nein. Der hat keine, aber ihr wisst es sicherlich alle, die Feile ist bei Otis. Otis sitzt im Knast und hat eine Feile. Aber er hat sie nicht gefunden. Sie ist nämlich in Tante Tillys Käsekuchen. Die gehen wir uns jetzt mal holen. So. Da hinein. Ja, da ist ja unser guter Otis. Dann geben wir ihm mal ein Pfefferminz, damit er überhaupt mit uns reden kann, weil er leidet ja unter starkem Mundgeruch. Oh, Groko Mint. Wie erfrischend. Danke. Ah, du bist gekommen, um mich zu befreien. Du hast nicht zufällig eine Feile. Glaubst du, ich wäre dann hier drin? Ich habe nur diesen Käsekuchen von Tante Tilly. Ich gebe ihn dir, wenn du mir was gegen die Ratten besorgst. Ich kann Käsekuchen nie ausstehen. Okay, alles klar. Wir haben ja zufällig was gegen Ratten, ne? Gib.
Propeller denn? Wo ist es? Wo der Witze? Nagetierspray, da ist es. An Otis. Hey, das könnte bei den Ratten helfen. Danke. Hier ist der Kuchen. So. Schau an, Käsekuchen. Der ist schwer. Öffne Käsekuchen. Da ist eine Feile drin. Hey. So, klasse. Da haben wir jetzt die Feile. Und jetzt können wir wieder zurück zum Haus der Gouverneurin gehen, um den Rest da zu erledigen und das Idol zu stibitzen. So. Ja, also wahnsinnige Geschichte, ne? So. Und die VGA-Grafik damals einmalig schön. Hör mal, klasse. So, gehe zu großes Loch. Ich habe die Pfeile. Ja, jetzt geht's hier wieder rund für 1,50 €. Buch der Witze wird mit Reißwolf benutzt. Konfetti an bewaffneter Clown. Hui. Klasse. Oh wei. Wachslippen in Feuer. Okay. Ja. Das ist ja ein Ding. Benutze Pfeile auf Nashorn. Fußnägel. Ja, die haben sich von einfallen lassen, wa? Wahnsinn. Die wilden Geräusche. Hintergrund immer. Bums, da kommt er raus, sie flogen. Alles klar. Uff, das war knapp. Aber immerhin habe ich das Idol. Aber ich bin noch nicht fertig mit dir. Dachtest du wohl, du könntest ungeschoren mit dem Idol der vielen Hände abhauen? Sehen Sie, ich kann das erklären. Ich auch. Du hast die Pudel vergiftet. Die schlafen doch nur. Du bist hier eingebrochen. Die Tür war nicht verschlossen. Und hast einen der wertvollsten Kunstgegenstände gestohlen. Nein, nein, das war alles ganz anders. Oh, wirklich? Nun dann mal raus mit deiner Erklärung. Ja, okay, also ist ganz klar, ne? Das gehört in ein Museum. Ha! Was geht hier vor? Ich habe diesen Halunken mit dem Idol geschnappt, Gouverneurin. Er sagt, es gehört in ein Museum. Na, da hat er recht. Was? Du hast richtig gehört, Fester. Was mir viel mehr Sorgen macht, wie kam der hier rein, während du Wache geschoben hast? Hau schon ab, Fester. Ich regel das hier. Ah. Ich kümmere mich später um dich. Entschuldige ihn. Er ist noch neu hier. Ich bin Gouverneurin Marley. Gouverneurin Elaine Marley. Aha, das gehört also in ein Museum, wie? Nun ja. Entspann dich, Guybrush Threepwood. Ich weiß, warum du hier bist. Glaube mir, du bist nicht der Erste, der das versucht. Obwohl ich sagen muss, dass bisher keiner so weit gekommen ist. So. Mein Speer hat mir von deiner Ankunft berichtet. Ich wollte dich treffen, seit ich deinen faszinierenden Namen gehört habe. Sag mir, Herr Brasch, warum willst du ein Pirat werden? Du siehst nicht wie einer aus. Dein Gesicht ist zu süß. Okay, er kann nicht mit Frauen reden, ja. Ich verstehe. Nun offensichtlich bist du nicht in der Stimmung für eine kleine Plauderei. Ich nehme an, du hast zu viele aufregende Dinge zu tun. Ich werde Ihnen keine Zeit mehr stehlen, Mr. Threepwood. Hup. Ja, kann man gar nicht nachmachen. Das ist jetzt zu. Okay. Ah.
Wenn ich doch nur mit Frauen reden könnte. Ja. Wohin willst du denn damit, Samfok? Ich will das Idol in ein Bankschließfach bringen. Oh, wirklich? Das einzige Bankschließfach, zu dem du gehen wirst, liegt 3 Meter unter der Erde. Gib mir dein Schwert. Oha. Das ist das Ende, du kleiner Nichtsnutze ja niemand. Die Tage, in denen du Ärger auf Melee Island gemacht hast, sind vorbei. Meine Pläne für die Gouverneurin sind viel zu wichtig und viel zu weit fortgeschritten, um einen möchtegern Piraten wie dich im Wege zu haben. Leb wohl, Mr. Spicecake oder Dubface oder wie auch immer dieser blöde Name auch war. Flumps. Im Nachhinein betrachtet könnte das doch noch ein ganz guter Tag werden. Gut, so, jetzt sind wir hier unter Wasser. Ja, alles klar. Das ist auch gar nicht schlimm. Wir kommen hier relativ locker wieder raus. Wir sind hier mit dem Idol reingefeuert worden. Aber das nehmen wir jetzt einfach. Und dann sind wir wieder ready to go. So, ich glaube, ich brauche ein Schwert. Das hier sollte ausreichen. Gut. Zack, das nehmen wir mit. Und jetzt geht's hier wieder hoch. Oh wei, ein Piratenschiff. Was war das? Ich bin so durcheinander. Hey, wieso stehst du hier so untätig rum? Die Gouverneurin ist entführt worden. Was? Von wem? Der Chuck hat sie auf dem Schiff, das gerade weggesegelt ist. Er hat sie erwischt, als sie herkam, um dich zu retten. Ich befürchte, wir haben sie das letzte Mal gesehen. Und was hast du gemacht? Geschlafen? Hey, ich bin ein Späher, kein Leibwächter. Ja, genau, der arme Kerl. Ja. Wo sind sie hin? LeChuck hat die Gouverneurin in sein Versteck auf Melee Island verschleppt. Ich befürchte, kein Pirat dieser Insel hat genug Mut, ihm dorthin zu folgen. Aber trotzdem viel Glück. Ach ja, was ich beinahe vergessen habe. Sie haben diese Notiz dagelassen. Ich überlasse sie dir gerne, aber sie wird dir nicht gefallen. Gouverneurin, warum mussten Sie Ihr Leben für mich riskieren? Vielleicht mochte sie mich mehr, als ich dachte. Just wie mir jetzt erst auffällt, wie sehr ich sie mag. Es ist meine Schuld, dass die Gouverneurin so in der Klemme steckt und ich hole sie da raus. Selbst wenn ich alleine Monkey Island segeln muss. Ja, also, ja, ist ja klar, wir müssen jetzt nach Monkey Island irgendwie kommen. Da brauchen wir eine Crew und wir brauchen ein Schiff. Und ja, das gehen wir natürlich umgehend an, ne? Los geht's. Kein Problem. So, dann gehen wir jetzt erstmal wieder hier hoch zu den Klippen. Jetzt müssen wir erstmal ein paar Leute zusammentrommeln und ich weiß genau, wen wir da holen. Ja, da wollen wir mal schauen gehen jetzt hier. So. Okay. So, zuerst gehen wir jetzt nämlich mal nach Hook Island. Das ist da oben die Insel. Da waren wir noch ja nicht gewesen. Da müssen wir jetzt mal. Ja, ihr wisst schon alle, was jetzt kommt. Jetzt müssen wir mit der Seilbahn fahren. Ne? Like, wer es kennt. Gut, gehe zu Pfahl. Da klettern wir jetzt mal hoch. Visit Hook Island. Oder Hook Isle. Ja, Restrooms und Souvenirs. So, jetzt benutzen wir das Huhn mit Kabel. Über schauerlichem Getöse geht es jetzt hier rüber. Auf die andere Seite und da gehen wir jetzt mal rein. Da ist nämlich der gute Miethook. Der wird uns jetzt begleiten. Jetzt kommt nämlich noch hier eine Mutprobe, die wir bestehen müssen. Ne? So. Hey, ich hasse Besucher. Wer bist du? Die Gouverneurin ist entführt worden. Was? Das ist ja totaler Blödsinn. Ach, tatsächlich? Schau dir diese Notiz hier an. Oh nein. Das ist ja schrecklich. Was werden wir tun?
Wir können eine Crew finden und ihr nachsegeln. Was für eine Idee. Jetzt brauchen wir nur noch einen Captain. Wie wäre es denn mit mir? Du? Der war gut. Hey, das ist mein Ernst. Wirklich? Wirklich? Oh, dann beweise das. Komm mal mit. Hier drin ist etwas, das ich dir zeigen möchte. Etwas Schreckliches. Etwas so Fürchterliches, dass ich nachts wach bleibe, wenn ich darüber nachdenke. Aber ich will dich nicht erschrecken. Ich bin sicher, ein großer, tapferer Kerl wie du wird keine Probleme mit diesem Monster haben. Immerhin ist es etwas kleiner als das Biest, das vor Jahren meine Hände abgerissen hat. Du bist wahrscheinlich schneller als ich damals. Oh, da fällt mir gerade ein. Ich habe ihn diese Woche ja noch ja nicht gefüttert. Ich Dummerchen. Letzte Türe musst du selber öffnen. Ich gehe nur rasch in Deckung. Warte, kriegst du kalte Füße? Nein, ich weiß noch nicht, was ich tun soll. Du sollst diese kleine Tür öffnen. Und wenn du tapfer genug bist, das Biest darin berühren. Oh, das ist alles? Ja, das ist ja ein Ding. Nun gut, fang an. Wenn du den Mut hast. So, okay, dann öffnen wir mal das Schott hier. Ei! Oh wei, oh wei, was ist das? Ein grünes Biest. Ja, ein Papagei. So, was können wir machen? Kraule, Schmuse, fasse an. Ja, komm, wir schmusen mal ein bisschen. Brak! Ich glaube es nicht. Du bist doch ein tapferer Mann. Du hast das Biest gezähmt, das ich jahrelang fürchtete. Du hast den Mut, der mir fehlt. Ich fühle mich wie ein Schwächling. Ich bin nicht gut genug für deine Crew. Ich bin noch nicht mal gut genug, dein Deck zu schrubben. Oh, schnappen Sie nicht ein, Mr. Meathook. Mr. Meathook. Du bist ein starker, gut aussehender Kerl mit einer tollen Tätowierung. Sie kann reden. Willst du das mal sehen? Ah, vielleicht später. Auf jeden Fall, du kannst mein Deck schrubben, wenn du willst. Wirklich? Sicher. Ich darf immer noch in deiner Crew sein? Pack nur rasch deine Sachen. Wir treffen uns am Dock. Okay, danke, danke. Ich lasse dich nicht im Stich. Ja, super. Einen haben wir schon mal für unsere Crew. Vielleicht ergibt sich sogar die Gelegenheit, dir meine ganze Nummer mit der Tätowierung zu zeigen. Das wird ja von Sekunde zu Sekunde besser. So, okay, wir haben es geschafft. Wunderbar. Einen haben wir schon mal. Dr. Meathook haben wir überredet. Ne, Mr. Meathook. Jetzt müssen wir hier wieder das Huhn benutzen, um auf die andere Seite zu segeln. So, benutze Kabel mit Huhn. Schauerliches Geräusch. So. Okay, wow, das klappt sogar in beide Richtungen. Starkes Huhn. Gut, okay, und jetzt müssen wir noch, jetzt sehen wir noch nach der Carla gucken. Die muss auch noch mitmachen, das Mädchen. Inzwischen. Gerade von Mealy Island zurückgekehrt, ankert LeChuck und seine Crew wieder im alten Versteck in den Lavaflüssen unter Monkey Island. Captain, ich bin nur vorbeigekommen, um Ihnen zum erfolgreichen Kidnapping zu gratulieren. Captain? Captain, alles in Ordnung? Hab mich nie besser gefühlt. Und wie geht es unserer Gefangenen? Ah ja, die Gefangene. Wir hatten etwas Ärger. Ah ja. Kein Grund zur Panik, Captain.
Alles ist unter Kontrolle. Sie versucht nur ein paar Mal auszubrechen. Aber jetzt haben wir sie in die Brick gesperrt. Da kommt niemand rein oder raus. Das hoffe ich für dich. Nach Jahren der Planung, die beinahe durch meinen Tod zerstört wurde, will ich kein Risiko eingehen. Sie haben sich also um Mr. Sleepwood gekümmert? Gabra Sleepwood wird kein Problem mehr sein. Just in diesem Augenblick befindet er sich 10 Meter unter Wasser. Wahrscheinlich schon aufgebläht wie ein fettes Schwein. Krabben fallen über seine Augen her. Fische knabbern an seinen Fingern. Ach, ich würde zu gerne zusehen. Ja, jawohl, Captain. Wie geht? Da wäre ich auch gerne dabei. Nun kümmere dich um die Wurzel. Stell sicher, dass sie fest verschlossen ist. Aye, aye, Captain. So, gut. Haha, toll. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Ja. Wir wollten ja zur Schwertmeisterin noch. Die soll uns ja auch helfen. Die Olle, ne? Ja, wie gut, dass wir den Weg durch den Wald kennen. So. Da sind wir ja schon wieder. Hoffentlich ist sie nicht mehr sauer auf uns. Naja, werden wir jetzt rausfinden, ne? So, da ist sie ja. Geh zu Schwertmeister. Tanzt da wie wild, ne? Du hast das T-Shirt schon. Was willst du noch? Ja, die Gouverneurin wurde entführt. Was? Das ist ja lächerlich. Oh nein. Das sieht böse aus, sehr böse. Ich besorge ein Schiff und stelle eine Crew zusammen, um sie zu retten. Ich ahne schon, dass ich das bereuen werde, aber ich mache mit. Ich treffe dich am Dock. So, okay. Ja, das ging ja einfacher als gedacht. Carla ist auch mit an Bord. Wen müssen wir jetzt noch holen gehen? Jetzt müssen wir noch den Otis mitnehmen. Den müssen wir nämlich jetzt dann erstmal aus dem Knast befreien. So, na gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder zurück nach Nameli Island Stadt. So. Okay, hier in den Ort. Nee, oder lass uns erstmal kurz hier zu den Lichtern gehen. Ich muss nämlich erstmal mit Stan reden. Das ist hier nämlich der gebrauchte Wagenhändler. Howdy! Ich bin Stan von Stans Gebrauchtschiff Bazaar. Und ich stelle mich auf den Kopf, um Ihnen ein gutes Geschäft zu machen. Was für ein Schiff suchen Sie? Groß, klein, schnell, langsam? Was Sie auch wollen, ich habe es hier. Und wenn ich es nicht habe, beschaffe ich es. Ich will ein Geschäft machen, mit dem Sie zufrieden sind. Denn wenn Sie nicht zufrieden sind, bin ich es auch nicht. Aber ich weiß, dass Sie heute zufrieden hier weggehen werden. Wieso ich das weiß? Schauen Sie sich nur all die Schiffe an. Ich habe etwas für jeden Geschmack. Kommen Sie, sehen wir uns mal um. Oh. Also, legen Sie los. Was wollen Sie sich als erstes ansehen? Ja, wir haben ja nicht so viel Geld. Etwas Stabiles, naja. Ja, ich kann leider nicht allzu viele anlegen. Keine Angst. Jedes Schiff hier ist ein einmaliges Angebot. Aber für den wirklich kleinen Geldbeutel, ich habe genau das, was Sie suchen. Folgen Sie mir. Das hier ist die berühmte Sea Monkey. Das einzige Schiff, das zu Monkey Island gesegelt und mit dem wieder jemand zurückgekommen ist. Aber ich sollte Ihnen besser etwas sagen. Sehen Sie, die Vorbesitzer dieses Schiffs waren zwei abenteuerlustige Piraten. Wie viele andere zuvor setzten sie Segel, um das legendäre Geheimnis von Monkey Island zu finden. Und wie alle anderen zuvor sind sie nie zurückgekehrt. Ihr Schicksal ist ungeklärt. Fast genauso geheimnisvoll sind die Umstände, unter denen dieses Schiff ohne eine Menschenseele an Bord zurückkam. Einige behaupten, eine Gruppe von Schimpansen wäre an Bord gewesen. Schimpansen? Es gibt gar keine Schimpansen in der Karibik.
Trotzdem gibt das eine ganz gute Geschichte ab, oder? Immerhin ist dieses Schiff nun hier bei mir. Natürlich so lange, bis mir jemand ein Angebot macht. Über welche Preislage reden wir? Eigentlich wollte ich was auf Kredit kaufen. Das tut mir leid. Sei weder Gläubiger noch Schuldner. Das ist eines meiner Prinzipien. Wenn Sie Arbeit haben, bürgt der Gemischtwarenhändler in der Stadt vielleicht für Sie. Dann könnten wir darüber reden. Solange natürlich sich keine andere Art der Finanzierung ergibt. Ja, mal ein bisschen. Geld spielt keine Rolle. Nun, bei mir schon. Wie viel haben Sie bei sich? Oh, jetzt wird's knapp. Oh, nicht mehr als 174 Goldstücke. Verstehen Sie, das ist ein wirklich gutes Sonderangebot, aber trotzdem kein Geschenk. Ich glaube nicht, dass Sie genug Bargeld für ein solches Geschäft mit sich führen. Sie haben nicht vielleicht eine andere Möglichkeit der Finanzierung? Ja, ich habe lediglich dieses Gummihuhn. Ist es eines von denen mit einem Karabinerhaken in der Mitte? Ja, da habe ich schon ein gutes Dutzend. Sie haben nicht vielleicht eine andere Art Möglichkeit der Finanzierung? Genau betrachtet ist das nicht ganz das Richtige. Nun gut, aber heute kommen mindestens noch fünf weitere Interessenten. Rechnen Sie nicht damit, dass es noch da ist, wenn Sie wiederkommen. Also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Ja. Also ich glaube, ich muss noch etwas nachdenken. Natürlich, denken Sie noch mal drüber nach. Ich will Sie ja nicht unter Druck setzen. Auf Wiedersehen. Ja, jetzt müssen wir uns doch erstmal beim Gemischtwarenhändler die Bürgschaft holen. Oh, ich habe Ihnen noch eine Karte gegeben. Und hier ist noch etwas, um Sie an mich zu erinnern. Ein Kompass? Ein super starker Magnetkompass mit Ihrem Bild auf der Kompassrose. Genau! Es zeigt immer genau hierher. Also wenn Sie nach einem guten Geschäft suchen, wissen Sie, wo Sie hin müssen. Ich bin noch da, wenn Sie wiederkommen. Aber ob die Schiffe dann noch da sind, kann ich Ihnen nicht versprechen. Ja, gut. Die gehen heute weg wie warme Semmeln. Jawohl, kann kaum etwas lange auf Lager halten. Ja, er kommt wieder. So, jetzt aber erstmal zum Gemischtwarenhändler. Naja, das ist ja ein richtig knallharter Händler, der Stan. Jo, so gut. Jetzt müssen wir uns erstmal, ja, jetzt müssen wir natürlich wieder mal. Naja, ist ja nur ein Spiel, die Kunst des Diebstahls anwenden. Den gemischtwaren Händler, den müssen wir jetzt nämlich einer Bürgschaft entledigen oder dass die dem abluchsen. Und ja, da müssen wir wieder einen Trick anwenden, ne? So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ja, hier ist der Gemischtwarenhändler. So, jetzt müssen wir mit dem. Hallo, du Grünschnabel. Was willst du denn? Ich hätte gerne eine Bürgschaft für einen Kredit. Das bist du, oder? Hast du eine Arbeit? Ja, natürlich. Gut. Ich hole aus eines meiner Formulare und dann füllen wir es zusammen aus. Jetzt müssen wir uns die Kombination merken. Aber schnell. 6 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr. 6, 9, 3, 9. Okay. Habt euch das gemerkt? Ich mir nicht. Jetzt bin ich mir ja nicht mehr so sicher. Lass mal sehen. Was meintest du, wäre dein Beruf? Ja, das ist doch ganz klar. Ich bin ein groggurgelnder, übler Pirat. Übel, ja. Groggurgeln vielleicht. Aber Pirat?
Du Komiker. Komm wieder, wenn du ein Holzbein oder eine Augenklappe oder wenigstens eine Tätowierung hast. Ja, okay. Jetzt können wir es nochmal sehen. Also, jetzt müssen wir nochmal genau aufpassen. So. 6 Uhr, 3 Uhr, 9 Uhr, 3 Uhr. Ja. Okay. Ich glaube, ich habe es mir gemerkt. So war's. Was willst du noch? Ich suche den Schwertmeister von Melia Island. Hör zu, sie will dich nicht sehen, klar. Vielleicht könnten sie sie noch mal fragen. Ich glaube, ich könnte den ganzen Weg bis dahin wandern. Mal wieder. Bin gleich wieder da. Und fass ja nichts an. Okay. Natürlich fassen wir nichts an. Wir machen, knacken jetzt den Tresor. Habt ihr euch gemerkt, wie es ging? Ich mir auch. So, okay. Erstmal ziehe. Zack. Und nochmal. Auf 6 Uhr. Dann drücken wir den Hebel. Nochmal. Auf 3 Uhr. Dann ziehen wir den Hebel wieder auf 9 Uhr und dann müssen wir noch mal auf 3 Uhr ziehen. So und tada! Da ist nichts drin bis auf diesen Zettel. Na super, okay, jetzt haben wir uns die Bürgschaft stibitzt und jetzt können wir wieder dann nach The Stan gehen und den weiter nerven. Ja, hier, ach ja, hier ist da ist jetzt auch ein interessanter. Darf ich Ihnen helfen? Ich bin gerade auf dem Weg zur Gouverneurin. Sie sind hier zur Plünderung? Ja, Plünderung klingt gut, insbesondere weil ich Pirat bin. Haben Sie reserviert, mein Herr? Ja, natürlich habe ich reserviert. Und unter welchem Namen? Threepwood. Guybrush ist Threepwood. Es tut mir sehr leid. Ich kann diesen Namen hier nicht finden. Wir sind die nächsten 5 Stunden ausgebucht. Aber ich hätte noch ein Plätzchen frei. Gegen 14 Uhr. Wäre dann in Ordnung? Ja, klingt gut. Hervorragend. Ich notiere eine Pers Plünderung, eine Person um 14 Uhr. Ja, jetzt gehen wir erst noch mal zum Otis. Den müssen wir ja auch noch retten, ne? Den alten Schlingel. So, Otis, was gibt's? Wer bist du? Mein Name ist Otis. Zumindest vermute ich das. Ich bin schon so lange hier drin, kann mich kaum erinnern. Du musst mich hier rausholen, bevor ich den Verstand verliere. Siehst du nicht, dass ich unschuldig bin? Aber warum sitzt ein Unschuldiger im Gefängnis? Ich wurde reingelegt. Ich habe die Blumen nicht mal angerührt. Aha. Was für Blumen? Die gelbe Caniche Endormi Orchidee, auch Hundsschlafblume genannt. Es ist verboten, sie zu pflücken. Aha. Die Gouverneurin ist gekidnappt worden. Was? Hier, schau dir den Zettel an. Sie haben die Gouverneurin entführt. Das macht mich richtig wütend. Ich fühle mich, als müsste ich was treten. Ob sie wohl bei sich abgeschlossen hat? Wenn ich dich hier rauslasse, kommst du zu meiner Crew? Ah, sicher, natürlich. Mein Befreier wäre ich ewig dankbar. Bis dahin werde ich warten. Naja, okay. Also seinem Befreier wäre er ewig dankbar. Dann müssen wir den Otis jetzt wohl hier mal befreien. Und das kriegen wir natürlich am besten hin mit einer ätzenden Flüssigkeit. Und die finden wir natürlich, ja, ihr kennt es alle, na klar, nicht beim Gemischtwarenhändler. So, sondern in der Scum-Bar. Da müssen wir uns jetzt mal einen Grog zapfen gehen. Und damit kriegen wir dann das Schloss geöffnet.
Da können wir es, ja, da können wir das Schloss mit kaputt ätzen. Dann hätten wir auch schon unsere drei Leute für die Crew, haben wir dann auch schon zusammen. So, jetzt nehmen wir uns erstmal hier die Grogbechers. So. Zack. Ja. Oh wei, da ist der arme Koch, der heult. Die ganzen Piraten haben ihn verlassen, sein gutes Geschäft. So, jetzt müssen wir erstmal hier reingehen. Den lassen wir lieber in Ruhe, bevor der uns auch noch zutextet. Der erzählt uns auch einen Haufen. Der will aber nicht in unsere Crew. Wir haben ja auch schon drei Leute. Wir brauchen nicht mehr mehr. So, jetzt schnell. Das Zeug frisst sich durch den Krug. So, okay. Wir haben jetzt einen vollen Krug. Jetzt fängt der auch schon an zu schmelzen. Also, das bedeutet, wir müssen uns etwas beeilen. Schmelzender Krug, ja. Mann, Mann, Mann. So. Und jetzt benutzen wir mal. Aber wir nehmen erstmal eine Abkürzung, ganz klar. Schmelzender Krug. Dann kommen wir hier wieder raus. Kurz vor Ende. Krug kurz vor Ende. Benutze kurz vor Ende mit voller Krug. So, jetzt haben wir wieder einen vollen Krug. Haben wir umgefüllt. Und jetzt. Das reicht dann. Eigentlich brauchen wir nur zwei Krüge. Ich habe noch einen. Aus Sicherheitsgründen habe ich noch einen mitgenommen. So, benutze schmelzender Krug mit. Schloss. Hey, stark, ein Drink. Ich bin durstig. Huch. Uff. Das Zeug habe ich täglich getrunken. Ich bin frei. Ja, danke. Einfaltspinsel. Hahaha. Aber. Gilt der Handel noch? Er wird sicher zurückkommen. Er hat mir sein Piratenehrenwort gegeben. Gut. Also, jetzt ist der Otis auch befreit. Wir haben drei Leute. Unsere Crew ist auch komplett. Hoffentlich tauchen die auch alle am Pier auf. Jetzt fehlt nur noch eins. Jetzt müssen wir die Türe zuschließen. Dann macht mich nämlich wahnsinnig, wenn die offen steht. Jetzt müssen wir uns nur noch das Schiff organisieren. Ne? So, jetzt nehmen wir mal hier wieder die Abkürzungstüre. Klimbim. Klimbim, nee, aber falsch. Hier. Zack, da sind wir da raus. Hier kommen wir jetzt hier rein. Hin kommen wir auf der anderen Seite wieder. Ganz klar. Einfachste Mathematik. Also wer das nicht begreift, das tut mir leid, dem kann ich auch nicht helfen. So. Hier machen wir auch die Türe zu. Muss alles seine Ordnung haben. Bam, bam. Jetzt geht es weiter in die Vertragsverhandlungen mit Stan um die Sea Monkey. Die müssen wir unbedingt, das Schiff müssen wir unbedingt haben. Ja. Das wird nochmal eine harte Nummer. So, und ab zum Gebrauchtschiffsbasar. Ja, den kennen wir alle. Ja, jetzt müssen wir verhandeln. Howdy! Schön, Sie wieder hier zu sehen. Ich wusste, Sie würden wiederkommen. All meine Kunden kommen wieder. Ahnen Sie, warum? Schauen Sie sich nur all die Schiffe an. Ich habe etwas für jeden Geschmack. Kommen Sie, wir sehen uns mal um. So, jetzt müssen wir nämlich hier wieder nach der Sea Monkey gehen. Also, was kann ich Ihnen als nächstes zeigen? Könnte ich noch mal das Billige sehen? Ich wusste es, ich wusste es. Sie kriegen es einfach nicht aus dem Kopf, oder? Folgen Sie mir. Ist schon halb untergegangen. Das hängt da hinten wie Pik 7 in der Kurve, das Schiff. Aber ist ja. So. Schwer, diese Anziehungskraft zu widerstehen, oder? Wie viel möchten Sie ausgeben? So, jetzt haben wir ja hier. Ich habe eine Bürgschaft vom Gemischtwarenhändler. Die nehme ich gerne. Ihr Kredit ist immer gut bei Stans. Hier interessiert es nicht, ob Sie Probleme in der Vergangenheit hatten, Konkurse, Scheidung, Spielsucht. Wieso sollte ich darüber richten? So, denn wenn der Gemischtwarenhändler Ihnen so sehr vertraut, dass er einen Kredit bürgt, dann müssen Sie doch einfach ein ehrlicher Mann mit Einkommen sein, oder? Ja, genau. Kommen wir zur Sache, ja? Ich weiß, Sie wollen es. Sie wissen, Sie wollen es. Und ich weiß, dass Sie wissen, dass ich es verkaufen will. Also,
So, jetzt müssen wir nämlich über die Extras reden. Reden wir über Extras. Extras. Sie wollen Extras. Prima, dieses Baby hat Extras ohne Ende. Zum Beispiel. Haben ich Ihnen von dem Steuerbord in Nebla erzählt? So, ich glaube, ich kann ohne diesen Müll lesen. Wir müssen alle Extras ablehnen, dann wird das Ding billiger. Okay, dann geben Sie mir nicht die Schuld, wenn Sie in einen Eisberg segeln. Aber es kommt nur besser. Habe ich Ihnen vom Anti-Rutsch-Anker erzählt? Ich glaube, ich kann ohne diesen Müll leben. Alles ablehnen, genau. Bitte, wenn es Ihnen auf Sicherheit nicht ankommt. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen vom lederbezogenen Steuerrad erzählt? Den brauchen wir auch nicht. Nun, es wird auch ohne auf dem Wasser schwimmen. Gerade so eben. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen von dem Velour-Segelabdeckung erzählt? Oh je, nur ein Haufen Schrott. Na klar, mit leichtem Gepäck reisen kein Problem. Aber bedenken Sie, wie hässlich eine Meuterei sein kann. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen von dem Eiswarner erzählt? Ja, brauchen wir auch nicht. Ich glaube, ich kann ohne diesen Müll leben. Weiß Ihre Frau, was Sie für ein Geizkragen sind? Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen vom Aufzug aus burgundischem Holz erzählt? Das brauchen wir auf keinen Fall. Na gut, muss ich auch zugeben, dass es etwas dekadent ist. Aber es kommt noch besser. Habe ich Ihnen von dem selbstreinigenden Galionsfigur erzählt? Ich glaube, ich kann ohne diesen Müll leben. Ja, Mensch, das ist ja viel. Na gut, aber ich sage Ihnen, nach dreimal Schrubben werden Sie sich verfluchen. Aber es kommt nur besser. Habe ich Ihnen von dem Steuerbord in Nebla erzählt? Oh, jetzt sind wir wieder beim Anfang. Okay. Genug, danke, wir brauchen nicht mehr Extras. So. Okay, wo waren wir? So, ich möchte Ihnen ein Angebot machen. So, jetzt müssen wir mal handeln, wie auf dem Bazar. Wie viel? Wir fangen mal ganz unten an. Ich würde 2000 Goldstücke anlegen. Natürlich, wir können ganz unten anfangen. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Nächste Woche kriege ich eine neue Kollektion rein, also haben Sie mich am Kragen. Ich muss dieses Schiff verkaufen, selbst wenn ich dabei mein Hemd verliere. So, okay, dann nun denken, was denken Sie denn, was es wert ist? Ah, Sie können heute noch lossegeln für nur 7300 Goldstücke. Wie klingt das? Okay, jetzt müssen wir ihm noch mal ein Angebot machen. Jetzt möchte ich wieder ein Angebot. Jetzt geht das so hin und her, ne? Prima. Wie viel? 3000 Goldstücke. Das klingt schon besser. Aber nicht sehr viel. Ich weiß, Sie könnten ein besseres Angebot machen. Sagen Sie einfach, was Sie davon abhält, heute noch mit diesem Schiff loszusegeln. Ah, jetzt müssen wir ihn wieder fragen. Nun, was glauben Sie, was das Ding denn wert ist? Also, Sie könnten heute noch loslegen für nur 6800 Goldstücke. Wie klingt das? So, jetzt mache ich wieder ein Angebot. Also so seht ihr, so wird gehandelt. Merkt euch das für den Gebrauchtwagenkauf. Wie viel? Na gut, 4000 Goldstücke. Das klingt schon besser, aber nicht sehr viel. Ich weiß, Sie können ein besseres Angebot machen. Sie wissen selbstverständlich, dass solche Qualität heute nicht mehr gebaut wird. Na gut, jetzt müssen wir ihn nochmal fragen, ne? Also ganz klar, ihr lernt hier was fürs Leben. Beim nächsten Gebrauchtwagenkauf könnt ihr das hier anwenden. So, jetzt will er nur noch 6000. Jetzt machen wir das finale Angebot. Jetzt haben wir die Nase voll. Prima, wie viel? 5000 Goldstücke. Mein letztes Wort. Verflucht nochmal. 5000 Goldstücke. Ah, er muss überlegen. Okay. Es bringt mich um, aber gut. Und ich dachte, ich könnte meinen Kindern dieses Jahr ein paar Weihnachtsgeschenke geben. Nehmen Sie es bloß mit. Ich bin froh, dass ich es los bin. Ach ja, Sie haben die Bürgschaft dabei, oder? Danke. Ich muss das hier mit meinem Boss besprechen.
Er wird denken, ich sei verrückt, aber ich kriege ihn schon rum. Kommen Sie mit Ihrer Crew zum Dock. Ich bringe das Schiff und alle Papiere vorbei. Ich wollte nur sagen, dass ich glaube, wir haben uns heute gut kennengelernt. Ich meine, ich fühle etwas wie Freundschaft. Und ich sage das nicht einfach zu jedem. Es war toll, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wirklich. So ein Trottel. Wir sehen uns am Dock und vergessen Sie Ihre Crew nicht. Sie brauchen mindestens drei Leute, um dieses Schiff zu segeln. So, naja, wunderbar. Okay. Ein Schiff haben wir uns jetzt schon mal ergaunert. Jetzt gehen wir natürlich direkt zum Grog. Oder können wir hier Grogautomaten? Können wir da mal eine Münze reinwerfen? Rumpel, rumpel, rumpel. Nichts. Und nochmal. Ah, blöder Automat. Okay. War ja mal ein Versuch wert. Okay. Dann gehen wir jetzt zum Dock. Los geht's. Die Crew ist auch schon da. Tolle Musik immer auf der Insel hier. So. Ach, da ist ja schon das schöne, traumhafte Schiff. Hey, gut, dass Sie auch mal wieder auftauchen. 10 Leute wollten mir das Baby hier abkaufen, während ich hier auf Sie gewartet habe. Aber ich sagte allen, keine Chance. Ich kenne einen Mann, der dieses Schiff über alles liebt und niemals hergeben würde. Ich habe doch recht. Natürlich habe ich recht. Ich meine, schauen Sie sich es nur mal an. Ergonomisch, aerodynamisch, eine schwimmende, muschelverzierte Schönheit. Toll. Ja, es ist nur ein bewegender Moment. Ich habe meine Meinung geändert. Ich kann sie nicht hergeben. Sie kriegen ihr Geld zurück. Wie konnte ich nur mein Liebstes verkaufen? Jo, kaputt ist es auch nur. Aber ihr Chef, richtig? Richtig. Viel Glück, Vergnügen, bin weg. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Hoppla, jetzt habe ich doch beinahe vergessen, Ihnen die Broschüren mitzugeben. Immer noch mal spüren. Ein kleines Geschenk, damit Sie sich immer an mich erinnern. Stans. Vielleicht hätte ich doch die Garantie verlängern lassen sollen. Hey, lange nicht gesehen. Ah. Otis, ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Hey, ich lasse keine Chance aus, etwas schnelles Geld zu machen. Geld? Ja, wir werden doch gut bezahlt, oder? Ah. Gut, dass du da bist, Carla. Hey, keine Anmache, klar? Also, was macht dieses wasserscheue Wrack da draußen? Hier kriegen wir unser Schiff nie rein, wenn der Müll doch die Einfahrt versperrt. Und wo ist der Kabinensteward? Er muss noch ein paar Koffer aus meinem Haus holen. Was geht hier vor? Wo ist unser Schiff? Wo ist unsere Crew? Ach, das wird schwerer als geplant. Teil 2. Die Reise. Ja, die machen wir noch und dann machen wir wieder eine Pause. So. Dank der hervorragenden Führungseigenschaften Captain Threepwoods ist die Sea Monkey auf dem Weg. Unbeschadet ihrer Kenntnisse der Navigation und fehlender Erfahrung plant die Crew die Reiseroute. Alle Spezialisten an Bord. Zuallererst möchte ich betonen, wie toll es ist, mit einer so eingespielten Crew zu arbeiten. Die Reise, die vor uns liegt, wird nicht einfach. Wir brauchen all unser Geschick, Glück und nicht zuletzt Teamwork. Zuerst wollte ich ein paar Pflichten verteilen. Wieso sind wir nochmal dabei? Ich habe eine Liste gemacht. Irgendwas mit der Gouverneurin. Ich sehe nicht ganz den Sinn bei dieser Rettungsaktion. Die Frau kann gut auf sich selbst aufpassen. So wie ich es sehe, haben wir dieses tolle Schiff. Naja, gut, wir haben ein Schiff.
Lehnen wir uns etwas zurück, binden das Ruder fest und segeln ein wenig herum. Meine Bräune könnte etwas Auffrischung vertragen. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich in letzter Zeit ziemlich im Stress. Etwas Urlaub könnte nicht schaden. Eine eindeutige Entscheidung. Wir machen eine Karibik-Kreuzfahrt. Und das war's. Eine Kreuzfahrt in der Karibik, meine ich. Na, ist egal. So. Ich bin verdammt. Ja. Okay. Also, ja, die Crew hat keinen Bock und wir müssen jetzt alles selber machen. Ne? Wer hätte das gedacht? So, jetzt öffnen wir erstmal die Schublade. Und schau an, Schublade. Da liegt ein altes, verstaubtes Buch drin. Lass uns mal reinschauen. Ach, jetzt kriegen wir die Geschichte von Hermann Todtwood. Und hier steht, Logbuch des Captains, 10. März. Erster Mate Toothrot und ich suchen jetzt schon seit über einem Monat nach Monkey Island. Die Anweisungen, die wir auf Melee Island erworben haben, sind keine Karte, sondern ein Rezept. Logbuch des Captains, 12. März. Toothrot sollte endlich mal ein Bad nehmen. Logbuch des Captains, 17. März. Toothrot könnte endlich mal mit der Schnarcherei aufhören. Logbuch des Captains, 23. März. Toothrot geht mir langsam auf den Keks. Es ist nur eine Zeitfrage bis zum großen Krach. Oh wei. Logbuch des Captains, 2. April. Um unsere Freundschaft zu erneuern, will Toothrot heute ein besonderes Abendessen machen. Logbuch des Captains, 3. April. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber wir sind angekommen. Toothrot und ich schliefen nach einer scheußlichen Suppe ein und als wir aufwachten, war Monkey Island Steuerbord. Logbuch des Captains, 4. April. Toothrot und ich haben das Ruderboot mit Vorräten befüllt. Wir sind bereit, auf Monkey Island überzusetzen. Wir sind beide sehr gespannt darauf, dass die ersten zivilisierten Menschen zu sein, die das Geheimnis von Monkey Island kennenlernen. Ja, ein Ding. Logbuch des Captains, 5. April. Auf halbem Wege mussten wir umkehren. Toothrot hat vergessen, vorher nochmal auf die Toilette zu gehen. Ja, wer kennt's nicht, ne? Morgen unternehmen wir einen weiteren Versuch. Gut. Das ist der letzte Eintrag. Ja, jetzt wissen wir also, okay, die haben also eine Suppe gebraut und sind dann eingepennt, ne? Das ist natürlich ein Ding. Das ist ja wieder ein Tipp, den wir für die Reise gebrauchen. So, hier ist auch, glaube ich, noch etwas drin. Schau an, Truhe. Sieht wie eine leere Truhe aus. Okay, hier im Schrank war noch was drin. Der scheint fest verschlossen zu sein. Ja, okay, ach ja, stimmt, wir müssen erstmal den Schlüssel finden. So, hier ist die meuternde Crew, die Pappnasen haben keinen Bock. Die haben sich in die Sonne gehauen, die Affen. So, jetzt gehen wir erstmal hier hoch und nehmen uns die Totenkopffahne mit. Die brauchen wir nämlich für unsere Suppe. So, was war denn hier? Hier geht's zur Kombüse. Und hier im Schrank sind die Captain Jack Sparrow Frühstücksflocken, glaube ich. So. Öffne Frühstücksflocken. Knusper, knusper, knusper. Knusper? Toll! Drinnen war eine Überraschung. Aha. Ja, das stimmt, das war der Schlüssel. Schau an, Überraschung. Das ist keine Überraschung. Das ist ein kleiner Schlüssel mit einem Affen. Ja, okay. Das war gut. Jetzt können wir nämlich hier den Schrank öffnen und darin ist eine Truhe. Nimm Truhe und in dieser Truhe ist noch eine Truhe und noch eine Truhe. Ne, Quatsch. Mann, die ist schwer. Ohne Zweifel randvoll mit Gold und Juwelen. Na, dann werden wir mal schauen. Sieh an, ein Stück Papier. Und ein paar Zimtstangen. So, jetzt müssen wir uns mal das Stück Papier angucken. Also, wir brauchen Topf auf 95 Grad wärmen und dann hier den ganzen Klimbim, ein ganzes Huhn, 3 Unzen Schwefel oder mehr als folgende Vitamin B, Lecithin, Malz und so weiter. Dann müssen wir nämlich was kochen und nach dieser Suppe schlafen wir ein und dann geht's nach Monkey Island. So, jetzt gehen wir mal in den Laderaum. So, wie war das hier nochmal? Das Schiff ist ganz schön leck. Wir nehmen ein rissiges Stück Seil. Hier war in den Truhen waren, glaube ich, verschiedene Sachen drin. Können wir die Kiste hier öffnen? Die ist zugerostet. Das Ding hier
Die sind alle zugerostet. Die hier auch? Nee, die ließe sich öffnen. Schau an, Truhe. Ein exzellenter Wein. Den nehme ich mit. Fässer. Da war hier, glaube ich. Das sind nur leere Fässer. Irgendwo war nämlich hier auch noch mit. Sieht aus wie Fässer mit Schießpulver. Genau, Schießpulver nehmen wir auch mit. Toll, Schießpulver. So. Und ich meine, jetzt können wir, hätten wir, das geht schnell, die Reise geht schnell. Ich meine, jetzt hätten wir nämlich schon alle Ingredienzien für die Suppe. Also wir machen Schießpulver rein. Wir machen einen Schluck Wein rein. Das ist nämlich Affenblutwein. Wir machen die Zimtstangen rein. Wir machen den Totenkopf rein. Wir machen die Frühstücksflocken rein. Wir machen die Tinte rein. Was brauchen wir noch? Und wir machen das Huhn rein. So. Okay. Was fehlt denn jetzt noch? Hatte ich Federkiel? Den müssen wir auch noch reinmachen. Irgendwas fehlt noch. Hatte ich jetzt nicht alles? Hä? So. Zimtstange, Pfefferminz, menschlicher Schädel. Hatte ich das Huhn reingeschmissen? Oder hatte ich die Pfefferminz reingeschmissen? Ich weiß es nicht mehr. Puff! Ah, das Huhn war hoch. Ich glaube, mir wird schwindelig. Stank und Rauch überwältigen Guybrush und er verliert das Bewusstsein. Wenige Augenblicke später setzt der Voodoo-Spruch ein, der das Schiff auf unbekannten Kurs bringt. Tage vergehen. So. Ach, ich fühle mich scheußlich. Ja, das kenne ich. Manchmal fühlt man sich nicht gut. So, warte. Wir müssen hier nämlich noch den Topf mitnehmen. Jetzt müssen wir nämlich unser Wissen wieder anwenden, wie wir nach Monkey Island kommen. So, jetzt gehen wir nochmal hier runter und nehmen nochmal Schießpulver. Wir müssen nämlich nach Monkey Island übersetzen. Und wir sind ja Kanonenexperte und wir wissen, mit einem Topf und Schießpulver können wir uns mit einer Kanone rüberschießen. So. Wo ist es denn? Die Visitenkarten nehmen wir. Visitenkarten in rotes Feuer. Dann haben wir eine brennende, glühende Masse. Brennende Masse. Damit können wir die Kanone nämlich dann entzünden. So. Das ist immer Backbord. Michlaus der Affe. Es ist Monkey Island. So, alles klar. Benutze Schießpulver in Kanone. Ne, müssen wir. Meuternde Crew. Ich werde mich alle Kiel holen lassen. Schießpulver in Kanonenrohr. Genau da muss es rein. Zack. Benutze riesiges Stück Seil. Nicht rissiges, riesiges. Das ist, das sehe ich gerade. Ja. Okay. Benutze brennende Masse mit Lunte. Benutze Topf mit Kanonenrohr. Und jetzt geht's los. Tätätä. Hadaut. Teil 3, unter Monkey Island. Ja, okay, haben wir diesmal schon zwei Teile geschafft, Hämmer. Wunderbar. Jetzt sind wir auf Monkey Island. Aha, guck, da kommt der Affe. Schon begrüßen. Uck, 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 ip, ip, ip. Ja, so, okay. Da war Affensprache. Aha, wer ist das denn? Hallo, ich bin Hermann Toastrot. Du brauchst mich nicht zu begrüßen. Ich habe ja schon 20 Jahre auf einen zivilisierten Menschen gewartet. Mir macht das nichts aus. Gut. Übrigens, vielleicht solltest du das Feuer löschen. Du könntest jemanden wehtun. So, okay. Hermann Toastrot haben wir auch kennengelernt. Ja, und damit machen wir jetzt hier Schluss. Boah, ich muss dringend vertrinken. Freunde, das war der zweite Teil.
Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schön, dass ihr euch das angesehen habt, ne? Der dritte Teil folgt auch in Kürze, hoffe ich mal. Naja, ich wünsche euch Glück und ein langes Leben. Macht's gut und vielleicht bis bald.